Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Tag 4 von 4. Wir waren jetzt schon gerade auf dem Fischmarkt, sind heute sehr zeitig aufgestanden, haben lecker Fisch gegessen und ein bisschen Zeug eingekauft. Jetzt wollten wir eigentlich in die Mini-Welt gehen, ins Mini-Wunderland, aber die haben mittlerweile eine Wartezeit von 2 Stunden. Wir haben uns jetzt Karten für 13 Uhr gekauft und werden jetzt mal noch ein bisschen rumgucken gehen. Und eventuell mal ins Spicy Gewürzmuseum gehen, das soll sehr gut sein. Da gibt es Gewürze aus aller Welt, alte Maschinen, mit denen das verpackt wurde und gemahlen wurde. Aber vorher müssen wir jetzt erstmal eine Sparkasse suchen, denn wir brauchen Geld. Und dann gucken wir mal weiter. Are you listening? Damn. Thank you.
gerade erst aufgestanden, frisch geduscht. Wie ihr seht, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Gestern nach der Mini-Welt habe ich dann nichts mehr weiter aufgenommen, weil wir sind dann eigentlich, wo wir dort durch waren, sind wir ein kleines Auto sofort heim und mal fix bei den Eltern rangefahren. Ja, da lief dann nicht mehr so viel und dann eigentlich nur noch zu Hause rein, ab ins Bett und schlafen. Wir waren ja schon seit, weiß ich nicht, um 6 oder um 5, halb 6 rum auf den Beinen gestern. Ganzen Tag wieder durchgelaufen in die Miniaturwelt. Absolut geil. Also ich war schon mal drin, muss ich dazu sagen. Es war aber schon, lass mal 5, 6 Jahre her sein jetzt ungefähr. Könnte ungefähr hinkommen. Ja, da war ich schon mal drin. Da hatten die gerade den Flughafen angefangen zu bauen. Jetzt war er fertig. Jetzt sind sie gerade über Italien, Venedig so die Ecke. Richtig cool. Also Italien war schon ein bisschen was fertig. Ich habe da ein Video gesehen. Aber jetzt machen sie gerade Venedig. Und 2028 soll dann komplett alles fertig sein. Also soll dann der komplette Miniatur, die komplette Miniaturwelt komplett fertig sein mit allem, was ich vorgenommen habe. Stecken dann über, was hatten sie geschrieben? Ich habe es auch abfotografiert, glaube ich. Über 900.000 Arbeitsstunden drin, ey. Das ist so heftig. Das ist richtig krass. Ich glaube, 28 Millionen ist das Ding dann insgesamt wert. Und wie viel Liebe zum Detail da drin steckt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Selbst wenn jetzt die Landschaft, sagen wir mal, von den Alpen, sage ich mal, du hast nur einen gewissen Bereich, den du sehen kannst, weil der Rest ist ja alles abgesperrt und so. Und selbst dort drüber hinaus haben die das dann noch weitergebaut, einfach damit es dort dann nicht endet abrupt, sondern damit es noch ein schönes Bild ergibt. Ja, krass. Also war schon mal wieder schön, dort reinzukommen und sich das mal anzugucken. Ich werde mich jetzt ans Videoschneiden machen, alle Tage zusammenschnippeln. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Ihr werdet es jetzt schon natürlich gesehen haben, wie ich es letzten Endes gemacht habe. Ja, mal gucken. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen, der kleine Trip nach Hamburg. Ja, es war ein bisschen spontan entstanden, dass ich gesagt habe, gut, wir nehmen das Wochenende mal ein bisschen was auf, was wir so machen und unternehmen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ihr habt Bock, dass es mal wieder so wird. Und ja, vielleicht werde ich heute noch ein bisschen Lego zusammenbauen, das, was ich mir gekauft habe. Vielleicht noch ein bisschen FIFA zocken. Mal gucken. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Schönes Wochenende dann und ja, wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein und ciao.